Das nehme ich nicht, du Doofmann. Achtung, Achtung! Nicht vergessen, Masken sind zum Tragen da. Ja, und Waffen sind zum Töten da. Waffen verhindern das Töten. Wo? Nicht wo. Ach so, wann? Nee, wenn. Ja, wann denn? Wenn man sie gebraucht. Aber wozu? Zur Sicherheit der Lebenden. Ach so. Verstehe. Ja, stimmt, das war damals im Wilden Westen auch schon so. Heute noch. Die Cowboys haben auch immer so eine Maske getragen. So ein Tuch vor Mund und Nase geschoben. Und dann haben sie geschossen und erst danach Fragen gestellt. Richtig, denn mit Maske waren sie optimal geschützt. Wovor? Vor den Indianern, die nur gut waren, wenn sie tot waren. Ah ja, was jetzt für unsere fiesen Feinde im Osten gilt. Natürlich. Aber die andere Seite arbeitet doch mit fiesen Nationalradikalen zusammen. Das sind die besten Feinde der anderen, also unsere besten Freunde. Ach so. Na, das muss einem ja gesagt werden. Das weiß, wer die blauen Eier ist und nur sie. Als der die Sprache verschlagen? Braune Eier. Klappe. Die Pazifisten treiben es auf die Spitze. Ihre Naivität ist tödlich. Ach was? Ob Kaspertheater, ob Clownereien, Theaterstücke oder Western und Kriminalfilme. Ob die Mafia und kriminelle Banden, Terroristen und auch Polizisten und Soldaten. Oder Figuren wie Tarzan, Bud Spencer, James Bond, Asterix und Obelix und die ganze Affenbande der Schimpansen. Wo man hinschaut, alle hauen sie drauf, wenn es gilt, Feinde und Gegner zu besiegen. Eigene Interessen durchzusetzen oder böse Machenschaften zu verhindern. Stimmt. Hau drauf. Ruhe. Der Sieg dieser Unterwerfungspazifisten würde dazu führen, dass es all die tollen Filme nicht mehr gäbe, wenn alle nur noch lieb miteinander umgehen und es keine Gewaltanwendung mehr geben dürfte. Hau drauf, hau drauf. Klappe. Unsere Kultur ist eine gewalttätige. Leider gibt es naive Gemüter, stimmt, die glauben, mit Gewaltlosigkeit Gewalt verhindern zu können. Haut auf, haut auf! Oh, hey. Leider hat das eine lange Tradition. Dieser Herr Dings, dieser Jesus von N, hat das vor über 2000 Jahren auch schon gepredigt. Da kommt dieser Irrglaube her. Wer hätte das gedacht? Was für Pillen hat der denn gelutscht? Was hat dieser Typ eigentlich gewollt? Dass man die andere Wange auch noch hinhalten soll, wenn man auf die eine eins draufgekriegt hat. Um Gottes Willen. Oh weh, das tut weh. Und auch das andere Auge und den anderen Zahn? Wenn es nur beim Glauben bliebe. Aber sie rufen auf, denen keine Waffenhilfe zu leisten, die von Feinden überfallen und massakriert werden. Sie wollen die Lieferung von schweren, also kriegsentscheidenden Waffen behindern. Ja, ja. Das ist todbringende Naivität und unterlassene, ja verweigerte Hilfeleistung. Die kann bestraft werden, ja muss bestraft werden. Ja, ja. Ein Journalist nannte solche hilfeverweigernde Menschen Lumpenpazifisten. Lumpenjournalist. Pfui. Und Mahatma Gandhi nannte er eine Knalltüte. Pfui. Lumpenjournalist. Mit Recht. Denn es braucht Verständnis und Akzeptanz für den Wunsch der Angriffsopfer, sich zu verteidigen. Man muss eben auch Menschen töten, um Menschenleben zu retten. Genau, so wie olivgrüne Ballermänner es eben machen. Zumal die Verteidiger von unserer Seite sind und unser aller Freiheit, Demokratie und Sicherheit verteidigen. Unsere... Hau drauf, mit Granaten und einer Mini-Atombombe, Stahlgewitter. Teufel.
Gewalt, Gewalt! Ist das so, was man alles wissen soll? Ich möchte gern wissen, was andere dazu sagen, was die Ursache von dem ganzen Wahnsinn ist. Ich glaube, ich lutsch mal ein rotes Ei. Tu es nicht. Gehorsam ist des Volkes Pflicht. Unsere Zeitenwende erfordert ihn. Tu es! Passt gut auf, welche Eier ihr esst. Und dann geht's endlich los. Das Vieh zieht es von selbst. Hallo, alter Pirat. Klappe! Ist heute langweilig hier. Achtung, Achtung, hergehört! Oh. Womit erklären wir uns solidarisch? Das weiß ich. Mit uns, weil wir weniger Geld für Urlaube haben, im Winter frieren müssen und vielleicht sogar hungern, wenn wir zu den Armen gehören, deren Zahl zunimmt. Durchaus, aber auch mit anderen Opfern. Mit den vielen Kriegsopfern? Mit allen Opfern von Gewaltanwendung. Die Menschen sterben wie die Fliegen. Fliegen können sie aber nicht. Sterben dafür schon. Wie die Fliegen? Die sterben auch aus. Das Artensterben macht keinen Bogen um sie. Macht es einen Bogen um uns? Wenn wir einen Bogen darum machen können, wenn wir die Kurve kratzen können. Der Tod macht aber keinen Bogen. Alle Toten Opfer brauchen unsere Solidarität. Na, das weiß ich doch. Der schändliche Entzug von Solidarität ist richtig. Auch Gewaltanwendung. Solidarität ist Volkespflicht. Die sträflich vernachlässigt wird. Deswegen empfehlen wir die erzieherischen Maßnahmen unseres Doktors. Die Menschen brauchen seine Führung. Volkserziehung zum Gehorsam. Nein, demokratische Freiwilligkeit. Das ist sein Lerngebot. Stillhalten und gehorchen. Es geht um Selbstkontrolle. Man denke an Odysseus, wie er zur Insel der Sirenen stieß, die mit Friedensgesängen lockten und wo Lysistrata schon das Messer zur Entmannung schwang. Oh, oh nein. Oh, stimmt ja. Dann sind Ohrenstöpsel der bessere Weg. Stöpselzwang. Du bist selber ein Stöpsel. Du hast doch behauptet, ich sei dein kleiner Mann im Ohr. Jetzt nicht. Der Doktor weist uns den Weg. Er hat jahrzehntelang studiert, er weiß Bescheid, er sagt uns, jawohl, was zu tun ist. Seine Maßnahmen erziehen uns zum mentalen Gesundheitsdenken, denn nur er weiß es. Ein guter Doktor, so ein guter Doktor. Leider ist er malat, denn er leidet an uns, er hat die Gärtnerkrankheit. Der Doktor? Armer Schlucker. Ein Bock. Rohe. Er ist ein guter Doktor, wir brauchen ihn und er braucht uns. Man sollte ihn gesund stoßen, oder macht er das selber? Er hat große Augen. Na und? Damit kann er uns betören. Beraten, meinst du? Ihm ging es gut, weil er jahrzehntelang studiert hat und genau Bescheid weiß. Jetzt ist er malat, weil seine Medizin gut ist, aber nicht gut schmeckt. So ein guter, armer Doktor. Bock! Klappe! Seine Medizin schmeckt nicht mehr? Es war alles umsonst, was er uns verschrieben hat, sagt er. Aber ab jetzt seien wir für immer im Ausnahmezustand. Gegen Klimawandel, Seuchen und Kriege helfen nur Maßnahmen wie die Einschränkungen der persönlichen Freiheit in der Pandemiebekämpfung, sagt er. Im Herbst, sagt er, müsse er deshalb alles noch einmal so machen. Der Bock und das Biest. Obwohl das alles nichts genutzt hat? Natürlich, denn er hat jahrzehntelang studiert und weiß genau Bescheid, was gut für uns ist. Ach so, ja, freilich, ja. Bock! Das nenne ich Fürsorge fürs Gemeinwohl. Wie es unser Regierungschef sagt, niemand hat vor, euch im Regen stehen zu lassen. You'll never walk alone. Engelsgleich beschützt er uns. So soll es sein. So mache ich es jetzt auch mit dir. Ich brauche dich nicht. Gemeiner Kerl. Schlag mich doch, das machst du doch so gerne. Klappe, ich sage danke für die Fürsorge. Was wollen die von uns? Nur das Beste. Das gebe ich ihnen nicht. Das geben sie uns.
fürsorgliche Belagerung, damit wir stillhalten? Nein, so versichern sie uns gegen Unglück und für soziale Partnerschaft. Und sie betrügen mich nicht? Du hast sie doch gewählt. Was blieb mir anderes übrig? Du bist ein Schwarzmaler. Es gibt doch auch gute Volksvertreter. Die meisten vertreten eigene Interessen. Schwarzmaler. Oder gegen Bezahlung die Interessen anderer. Zeit für eine blaue Pille. Vielleicht aber auch Zeit für ein rotes Ei. Das habe ich gesehen. Das wird schrecklich enden. Volkeswille, blaue Pille, das wird schrecklich enden. Schrecklich, schrecklich. Passt gut auf, welche Eier ihr esst. Das Gras ist mager geworden, das Wetter unbeständig.